Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mein Name ist Darius und ich spiele heute Freddy. Mit den Perks Ruin, vergiss mein nicht, Geflüster und Barbecue und Chili. Dazu habe ich noch zwei Addons dabei. Einmal, dass meine Obsession in der Traumwelt spawnt, so wie die hier. Und zum anderen, dass Fähigkeitschecks in der Traumwelt extrem seltener sind, also extrem moderat seltener. Das Problem war halt, meine Obsession ist gerade direkt bei was war das? Bei einem anderen Überlebenden gespawnt. Die haben den ersten Grad einfach durchgezogen. Das ist immer ein bisschen blöd. Da habe ich nämlich eigentlich vergiss mal mich noch mitgenommen. Ich sehe halt meine Obsession sofort. Und kann ihr gleich mal zwei Hits geben für vergiss mal nicht. Aber dass die jetzt direkt zusammengespawnt sind, war natürlich nicht so toll. Ich hatte leider auch kein Addon dabei, also keine Opfergabe. Dass die alle auseinander spawnen. Der hat geknallt, da wurde gerettet. Nummer 1. Ah, ich komme nicht ran. Nummer 2. So. Dich kriege ich noch. Du bist auch nicht meine Obsession. Egal. Du hast mein Totem gegeben. Nicht so schön. So, Haken. Strand, Barbecue sagt mir, da hinten arbeitet jemand, da rennt jemand. Weil der sich versteckt, ist der bestimmt nicht derjenige, der schon da trommelt ist. Zack. Ist meine Obsession. Nee, ist aber auch nicht. Der hat da hinten gearbeitet. Na, der ist vielleicht ein Bagger. Halt! War da nicht gerade ein Clotted Kopf? Ich hätte gedacht, da wäre gerade eben die Clotted gewesen, die durchs Fenster steigt. So, haben wir wahrscheinlich geirrt. Hier ist eine Clotted. Also ich will eigentlich mal eine Obsession finden. Das ist mir jetzt... Jetzt machen die hier die ganzen Generatoren fertig. Ohne dass ich... Ah, da hinten. Ja, das war Ruin, ist ja klar. Ah, ich habe halt leider nur so eine funzlige Reichweite. Ah ne, das ist gar nicht meine Obsession. Das ist die... Clotted! Ich jetzt irgendwie gar nicht so mitbekommen. Mensch, ich muss eigentlich nicht aufheben. Jetzt. So, mal gucken, was mir Barbecue schönes verrät. Barbecue sagt mir, alle sind hier. Da zum Beispiel. Oh, auch nicht meine Obsession. Hangman, hallo. Naja, ich jag mal auf Hangman. Da kriege ich auf jeden Fall einen sicheren Hit drauf. Ach, hier lang. Da hinten rennt jemand. Ach, hier. Hier lang, hier lang, hier lang. Da lang, da lang, dort lang. Immer meine Obsession ist, der räumt wahrscheinlich gerade hier die ganzen Generatoren durch. Ja, da ist er. Der Jake ist es. Du kommst in den Keller. Ups.
mach ich mal weg hier. Die heilt sich gerade selbst. Hat es auch geschafft, freizukommen. Also halt weg. Da, hab ich gesehen. Wer ist denn da unten im Keller? Was war das? Die ist dort raum mit in den Keller zum Retten gegangen und hat es dann nicht mehr abgenommen. Okay. Muss ich das verstehen? Okay, die Claudette hat die endlich Fertigkeit. So, haben wir vier genommen. Die ist auch tot. Aber die hat sie jetzt sterben lassen. Warum auch immer. Achso, ich habe ja auch geflüstert. Hier ist jemand. Mensch, der Jake, endlich mal. Du musst wegmachen. Ist zu sicher. Da hinten dran. Da. Kann es gut sein, dass Jakey noch ein Strikey hat? Immerhin Obsession. Muss aber nicht sein. Aber wann hat denn schon mal ein Jake einen Strike, ne? Sehen. Oh, Jake, hi. Hast du dettert? Kann mir gerade so vor. So, ich heb dich mal auf und guck mal, ob du jetzt wirklich einen Strike hast. Sonst hätte ich ihn nämlich liegen gelassen. Oder auch nicht. Hängt ja an diesem Haken. Und hol mir die Claudette. Und den Jake auch noch. Problem ist jetzt, Jake ist ans auf niederzuschlagen. Ist eigentlich ziemlich getunnelt. Aber die Claudette hat halt ziemlich hart jetzt gerade gerettet. Und, Claudette. Und, hat meine Obsession für trifft deine Wahl, was ist wahrscheinlich. Nein, Quatsch, trifft deine Wahl für. Claudette zweimal. für vergiss mal nicht. Und ich hatte halt am Anfang ziemlich viel Pech, dass ich ihn nicht irgendwo gefunden habe. Der einzige Haken ist hier oben der. Der Kacke. Ja, Jake kann ja immer noch einen Strike haben. So, haben wir den Generator. Klopf, klopf. Da hinten ist er. Wo hat der sich denn hingekrochen? Ne, er hat keinen Strike erwittet. Gut, dann hat's. Obwohl mein Plan. Die Obsession gleich zu sehen, hinzugehen und schön, vergiss mal nicht aufzubauen, total nach hinten losgegangen ist, hat es am Ende doch noch zu einem Vierer-Kill gereicht. Okay, natürlich blöd war, dass die, also für die Überlebenden blöd war, dass die, eine sich hat sterben lassen im Keller dann. Und die sich hat sterben lassen im Keller, ist den Keller retten gegangen, während sie noch in der Traumwelt war. ja. Also für Freddy braucht man kein
Gebietszwang, wenn einfach die Überlebenden selbst, während sie in der Traumwelt sind, in den Keller gehen. Ja. Dann kriegt man das halt schnell genug mit. Man kriegt zwar keinen. Oh, hier ist die Hedge. Niemand ist entkommen, erbarmungsloser Killer. Viermal Albtraum-Event. Abgeschlossen. So, hallo, Punkte. Hallo, jetzt. Ja. Okay. Auch okay. Oh, auch nicht schlecht. So, wie das hier aus? Embleme. Double Pip, oh ja klar. Haben wir schon gesehen. Was haben wir hier noch? Wo sehe ich das? Ach. Ist das so verpackt. Ja, mehr Überlebende finden. Keine Ahnung. Hier machen müssen. Hätte mehr machen müssen. Ja, noch ein bisschen mehr verletzen wahrscheinlich. Das ist ja eh. Ah, die hatten ein nagelneues Teil. Darum sind die so schnell durchgerusht. Sieht mal, wer war denn eigentlich der Jake? War das der hier? Der hatte sogar einen Strike gehabt. Mutti, wenn das ist der war. Selbstheilung. Also der war es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, ihr könnt das ja besser nachvollziehen. Ihr könnt einfach nochmal zurückskippen. Ich glaube, der war es. Der hat sogar einen Strike genutzt. Hat mitgeführt, aber nicht eingesetzt. Gut, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal mit dem schwarzen Karton gespielt habt. Ich finde, das Addon ist ja eigentlich jetzt so nicht wirklich der Burner, weil jetzt hat man es ja gut gesehen. Die Obsession ist zwar in der Traumwelt gespawnt, aber direkt bei jemandem mit zusammen. Ich bin hingegangen und sie wurde sofort aufgeweckt. Toll. Es ist einfach nur so, dass du halt am Anfang einmal weißt, wo ein Überlebender ist und da hingehen kannst, aber dann auch nicht so viel davon hast. Natürlich wäre er jetzt alleine gespawnt, wäre es natürlich vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber trotzdem, das Addon gibt mir halt nur einmal zu Beginn einen kleinen Bonus und dann nie wieder. Den ich eher so mauen dafür, dass es rot ist. Gut, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.